never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact. BMW i4, hier steht er. Wow, ich finde den einfach unglaublich schön. Schön mit Laserlicht, sehen wir hier in den blauen Akzenten. Und hier vorne ist ein M-Badge im Grill. Was heißt das? M50, selbstverständlich. Der Profi hat es natürlich direkt gesehen, auch an den Außenspiegeln. Hier sehen wir es nochmal. Zweites Ärmchen dran, heißt M50. Hallo, hier ist richtig Druck dabei. Winterräder sind jetzt gerade noch drauf, weil es ist echt richtig kalt geworden in den letzten Tagen und ich habe jetzt so ein bisschen Strecke vor mir. Auch hier der Kontrast mit dem Heckspoiler gefällt mir richtig gut. Hier steht es nochmal links i4 und auf der rechten Seite selbstverständlich M50 und das M bisschen größer. Kann er. Aufgrund der Leistung ist es auch durchaus akzeptabel. Also, schöner Wagen. Ich fühle mich im i4 immer wieder pudelwohl. Ganz ehrlich, gefällt mir richtig gut. Wir fahren eine längere Strecke, eine sehr lange Strecke. Wir fahren in den nächsten Tagen fast 700 Kilometer sind es. Und wir sitzen jetzt einfach mal rein. Schön Glasdach hat er. Ich finde das ganz angenehm, weil das immer schönes Licht reinbringt in den Wagen. Hier mit Hochglanz, schwarzen Interieurleisten. Und wir haben den Wagen voll, oder ich habe den Wagen vollgeladen, sagen wir es so rum. 18, knapp 19 Kilometer bin ich damit bis jetzt gefahren. Was haben wir jetzt noch an Akkustand? Haben wir 95% und 383 Kilometer. Jetzt gerade sind hier 6 Grad. Aber ich sage euch eins, in den letzten Tagen war es morgens Richtung 0. Und wo ich jetzt hinfahre, liegt teilweise noch Schnee. Deswegen bin ich froh, dass hier Winterräder drauf sind. Da bin ich jetzt mal wirklich ehrlich. Denn jetzt am nächsten Morgen geht's los. Jetzt sind nur noch 91%. Ich bin noch ein Stück gefahren in der Zwischenzeit. Und ihr seht, es sind nur 1,5 Grad. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ja so ein bisschen mehr mit dem i4 unterwegs, denn das ist nur der erste Teil. Gehen wir noch mal kurz die technischen Daten durch vom i4. M50, Akku, 81 kW-Stunden, Leistung, 400 kW beziehungsweise 544 PS. Topspeed 225 km/h, Reichweite bis zu 520 km, Verbrauch 21,9 kW-Stunden pro 100 km, wenn ich nach Herstellerangaben gehe. Und laden kann er mit 11 kW, na, bei Gleichstrom, bei Wechselstrom, das finde ich immer ein bisschen schade. Jetzt machen wir mal einen Boost rein und ich würde sagen, wir rufen mal die volle Leistung ab. 1, 2, 3, ja, machen wir nochmal andere Ansicht rein. Vorsicht, halt, stopp. Ich will nochmal die Fahrdaten haben, damit wir auch sehen, dass ich auch wirklich die volle Leistung abrufe. So, zack. So, zweiter Balken von links und gleich geht's los. Dann ist Feuer frei auf Luke 3 oder wie sagt man da? Na, so, Füße sind in der richtigen Richtung. Sport ist drin und volle Leistung. 400 kW, 544 PS. Unglaublich. Und ihr seht die Beschleunigung. Wir sind jetzt schon weit über 200 schon wieder. Und so fahre ich jetzt hier einfach mal eine ganze Weile lang. Das ist schon echt ein Brett, der Wagen. Also der zieht auch. Das ist heftig. Also ich finde den echt unglaublich entspannt und unglaublich heftig bei der Fahrt. So, und wir machen einfach mal den Komfortmodus rein und sind damit jetzt auch mal unterwegs. Hier haben wir noch mal ein bisschen Ansichtwechsel, kann ich hier das Layout, also dieses Layout bin ich nicht so ein Freund von, der auch im Sportmodus ist. Ich mag eher dieses Weite, da fühle ich mich persönlich immer so ein bisschen wohler, das ist ein bisschen offener. Ist ein subjektiver Faktor, aber das können wir ja einstellen. Deswegen mache ich den rein. Wir fahren jetzt hier mit zügigen 170. Tempomat ist drin und lassen den Wagen schön fahren. Wir fahren jetzt hier die A44 runter, jetzt auch mal wieder in Efficient-Modus. Ich wollte das einfach mal wieder so ein bisschen ausprobieren mit den Reichweiten, mit den Geschwindigkeiten. Einfach mal verschiedene Art und Weisen. Jetzt haben wir wieder Komfort drin. Und wir fahren eine ganze Weile lang. Nochmal kurz zurückzukommen. Da sind wir gerade stocken geblieben. 11 kW kann er Wechselstrom und bei Gleichstrom 205 kW kann er laden. Also, das kann er richtig und das wird er uns auch später nochmal zeigen. Wir beschleunigen jetzt hier erstmal im Komfortmodus zügig raus. Na, ist doch wieder so ein bisschen Verkehr. Naja, da müssen wir warten. Da, Kia EV9 war es. Cooler Wagen. Gern mal das Video von mir anschauen. Ich verlinke es hier mal. Richtig schön. Und Druck hat er auch im Komfortmodus richtig ordentlich. Also das macht richtig Spaß. Da habe ich nicht die 400 kW, die ich abrufe. Aber ich sag mal so, wir kommen nicht ins Schlafen.
Mittlerweile sind wir jetzt schon wieder ein ganzes Stück gefahren. Wir haben jetzt leider nur noch 18 oder beziehungsweise 17, jetzt nur noch 10% Akkustand drin. Und naja, die nächste Ladesäule ist nicht weit. Und ich würde sagen, dann fahren wir den Wagen jetzt mal richtig leer. Also Komfortmodus und Druck, 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 Druck. Richtig schön zügig fahren. Und jetzt geht es auch schon runter von der Autobahn. Wir haben noch 5% Akkustand drin. Ihr habt gesehen, zwischendurch waren 4, also ein bisschen rekuperiert, wo ich jetzt rangerollt bin. Und hier haben wir Ionity. Und das ist echt richtig leer. Ja, es ist früh morgen, sagen wir jetzt kurz vor 7:30. Es ist richtig kalt hier. Da bin ich bald eingefroren, ehrlich gesagt. Wir fahren jetzt hier einmal zurück an die Ladesäule ran und steigen aus, um den i4 anzuschließen. So, jetzt geht es einmal rum. Zarab, zap, zap. Also die Ladesäule habe ich jetzt so bei Ionity tatsächlich auch noch nicht gesehen. Na gut, kommt mir vor wie diese anderen, wie heißen die? Alphatronic? Oder was ist das? Ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall. So, Klappe auf. Das erinnert mich an die ENBW, da sehen die sehr ähnlich aus, die ganzen Dinger. Aber gut, so, rein. Ihr seht schon Frost auf dem Stecker. Ja, hier ist echt kalt. Jetzt geht's los und, was ist das denn jetzt hier? Stromsparvariante oder wie? Also, Karte wieder davor halten, na selbstverständlich, gerne doch, meine Freunde. So, ihr seht's, er lädt jetzt hier zügig hoch, 56, 63, ja, komm, gleich sind wir dreistellig. Ja, wunderbar. Also, angefangen haben wir mit 5%. Also ich muss jetzt auch nicht allzu viel nachladen, aber ich muss jetzt hier eine biologische Pause machen. Dann kann ich direkt noch mal kurz was am Laptop bearbeiten, kann noch ein paar E-Mails bearbeiten. Also ein Weilchen stehe ich jetzt hier, glaube ich. So, jetzt sind wir schon bald bei 200 kW. Also das ist wunderbar. Ich bin jetzt erstmal kurz raus hier. Achso, gucken wir noch mal kurz. I4 steht da, weil hier gegenüber sind noch mal so ganz andere Ladesäulen. Die gucken wir uns gleich direkt mal an, würde ich sagen. So, hier steht da I4 an der Ladesäule. Richtig schöner Wagen, oder? Macht einfach unglaublich Spaß, finde ich. Da ist der Spaßfaktor, Komfortfaktor, also für mich gepaart. Also i4 ist genauso wie früher, bin ich auch unglaublich gerne Dreier gefahren oder auch Vierer Grand Coupé. Ich habe da so einen Spaß dran, das ist die richtige Größe, da fühle ich mich persönlich immer sehr, sehr wohl dran. Und die Ladesäulen habe ich hier tatsächlich auch noch nie gesehen bei Ionity. Also ich bin auch nicht so viel bei Ionity unterwegs, bin ich ehrlich. Ah, das sind diese kleinen Stecker, wie bei den Fastnet-Dingern mittlerweile. Die haben die auch dran. Sehen aber ganz cool aus. Und hier kann ich auch mit EC-Karte oder Kreditkarte oder was auch immer zahlen. Finde ich sehr gut. Ja, hier steht er, i4. Der lädt jetzt hier vor sich hin. Wie gesagt, ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Bin ein bisschen unterwegs. So, jetzt habe ich hier eine Weile geladen. 42% haben wir jetzt schon mal drin. 141 kW lädt er jetzt gerade noch. Ich muss noch mal kurz ein bisschen was machen am Laptop. Das ist kein Ding. Alles wunderbar. Und ihr seht es, minus 2 Grad. Minus 2. Es ist echt, kalt in Deutschland wieder geworden, also unangenehm kalt für mich. Ich bin nicht so der warme, nicht so der kalte Typ, also kühl ist okay, aber kalt, ne. So, mittlerweile haben wir 71% drin, 56 kW-Stunden haben wir geladen, 23, knapp 24 Minuten hat es gedauert und er lädt jetzt noch mit 90 kW. Ich mache jetzt hier aber Stopp und ziehe den Stecker und mache mich auf den Weg zu meinem finalen Ziel. So, Klappe zu. Und schon geht's los. Ihr seht, 71% sind drin. Wir fahren im Komfortmodus los. Hier runter, da drüben steht noch hier so, wie heißt er? ID-Bus. Ist von Ionity irgendwie ein Mitarbeiter gewesen, der hier hingekommen ist und irgendwas da rumgeschraubt, angeschlossen, was weiß ich, was gemacht hat. Jo, war auf jeden Fall stimmig. Hat mich kurz mal mit ihm ausgetauscht, aber wir machen uns auf die Fahrt hier. Ja, ein bisschen Tempolimit oder jetzt mal ein bisschen Verkehr auch wieder dabei. Und wir fahren jetzt erstmal relativ entspannt, kurz mal Eco-Modus rein, aber trotzdem zügige Fahrweise. Und ja, das ist schon schön, mit dem i4 hier durchzufahren. Hier ist ein bisschen Baustelle jetzt gewesen. Na, ist ein bisschen zäh jetzt gerade hier. Kann man jetzt mal ein bisschen zügiger. Jetzt geht's runter. Tja, dann sind wir auch schon gleich quasi da, ne? Also, Wetter ist schön, es ist schön sonnig, das ist, gefällt mir sehr gut. Es ist aber echt kalt, minus 1,5 Grad. Puh, da bringen mir jetzt die Sonnenstrahlen auch nicht allzu viel. Ich hätte gerne lieber 10 Grad und bedeckt, ganz ehrlich. Bevor ich jetzt hier diese Temperaturen habe, das ist nicht meine Zeit. So, wir sind jetzt hier angekommen und wir gucken mal auf die Individualwerte. Ich bin jetzt gefahren in Summe. Ab gestern Abend quasi vollladen, 305 Kilometer mit im Schnitt 27,5
kWh pro 100 Kilometer. Guck mal, ab Laden, also so die letzten 52 Kilometer, waren es tatsächlich noch 26 kWh. Was haben wir jetzt hier noch drin? 54%, also von 71 auf 54% runtergefahren. Und ich würde sagen, lasst euren Kommentar da. Gerne zum i4M50. Welche Erfahrungswerte habt ihr auf längeren Strecken? Mit Laden, mit dem Verbrauch, mit den verschiedenen Modi. Like das Video, abonniert den Kanal und wichtig, den zweiten Teil schauen. Da geht's dann weiter. Da geht's dann nochmal richtig weiter. Vielen lieben Dank, bis dahin. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that stack.